der Leinwand. Ja, was gibt es daran auszusetzen, wenn Aussagen durch ergänzendes Bildmaterial veranschaulicht werden? Und auch hier wird durch die Verwendung des Wortes Guru versucht, den Historiker lächerlich zu machen. Und den Zuhörer und die Zuhörer werden einer Sekte gleichgesetzt. Auch gegen diese Art der Herabwürdigung verwahre ich mich. Warum glauben Sie, dass Besucher der Vorträge oder Leser Ihrer Artikel nicht selbst in der Lage sind, sich eine Meinung zu bilden? Warum fühlen Sie sich berufen, richtige Meinung? Herzlichen Dank. Und ebenso danke, ich muss wirklich dazu Danke sagen, dieser Blick von hier oben, von der Bühne runter, in die Augen der norddeutschen Friedensbewegung, geil, einfach nur herrlich, wunderschön, ein wunderschönes Bild. Ich danke Ihnen. Bevor ich Ihnen zwei, drei organisatorische Punkte sage, gestatten Sie mir bitte, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein Name ist Dirk Wächter. Ich bin zusammen mit Peter Assmann aus Erfurt der Veranstalter dieser Daniele-Ganser-Tour hier in Deutschland. Und ich langweile Sie nicht großartig, möchte, wie gesagt, drei Punkte, die ich Ihnen gleich noch auf der, als organisatorische Hinweise gebe. Warum habe ich dieses Bild hier hinten als Hintergrundbild für mich gewählt, für diese Anmoderation? Weil man einfach dieses Symbol, diese Taube im Flug von Pablo Picasso, von 1949 ist das, seinerzeit als Symbol für den Frieden, nicht nur als eben genau dieses wichtige Symbol in unserem Leben steht, sondern weil ich es auch genau so, als ich noch so klein war, ich komme aus Thüringen, als Papierfähnchen getragen habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Hälfte des Saales hat das ganz genauso gemacht. Wenn Sie noch mit diesem weißen Plastikstiel. Mit der Muttermilch habe ich das aufgesogen. Die kleine weiße Friedenstaube. Die organisatorischen Hinweise. In circa 2,5 Stunden wird der Vortrag von Daniele Ganser gehen. Wir werden in der Mitte, ungefähr in der Mitte, eine Pause von 21 Minuten machen. Und in dieser Pause wird Daniele Ganser auch Bücher draußen signieren am Büchertisch. Sie haben schon gesehen, wo der Büchertisch ist. Dann habe ich noch einen Hinweis, und zwar möchte ich Sie bitten, während der Veranstaltung keine Fotos, keine Film- und vor allem keine Tonaufnahmen zu machen. Der Einzige, der heute hier fotografieren darf, das sind zwei Journalisten, die wir akkreditiert haben, und das werde ich auch selbst sein. Und da jetzt ein kleiner Hinweis, ich bin auch vorhin schon angesprochen worden darauf. Diese beiden Lampen, die hier stehen, das sind zwei Blitzlichter. Die blitzen mal ganz kurz, wenn ich von hinten Richtung Bühne fotografiere. Ich fotografiere niemanden hier im Saal, es wird keiner erkennbar sein, aber es leuchtet einfach in diese Richtung. Also haben Sie keine Angst, dass Sie irgendwie heimlich fotografiert werden, werden Sie garantiert nicht. Ich fotografiere nur von hinten in Richtung Bühne nach vorne. Danke, danke. Danke fürs Kommen. Ja, das ist sehr schön. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Danke, danke. Sehr schön, hier zu sein. Mein Name ist Daniele Ganser. Ich bin 50 Jahre alt. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin Historiker und Friedensforscher. Und ich finde es auch wirklich super schön, dass Sie sich nicht abschrecken lassen haben durch diesen ganzen, ja, Wirbel, den es da gegeben hat. Ich habe das auch nicht alles im Detail verfolgt, aber ich kann sagen, wir sind heute hier 2900 Plätze. Und ich habe schon